Welcome back, ladies and gentlemen. Mein Name ist Daniel Korte und in diesem Video sprechen wir über die Bartgeheimnisse eines Instagram-Bartmodels. Ja Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute mit dabei an meiner Seite Kaan Tosun, ja, das Instagram-Bartmodel überhaupt. Ja, also sehr bekannt auf Instagram, könnt ihr euch jetzt schon mal abchecken. Kaan Tosun, dein Name auf Instagram ist? We love Kani. We love Kani. Sehr selbstverliebt, gell? Nice. Ich meine, ganz ehrlich, bist du ein cooler Typ, ja? Kann man so sagen. Ich hatte mich Kaan vor kurzem erst kennengelernt bei einem Shooting. Wir hatten zusammen einen kleinen Dreh. War ganz lustig, da ging es auch um Männerpflege, um Hautpflege. Und wir haben gedacht, ja, wir machen mal ein Video zusammen für euch. Denn Kaan ist wirklich das Bartmodel auf Instagram gewesen. Wie lange machst du das insgesamt jetzt schon mit Instagram? Also den Bart habe ich, glaube ich, seit gefühlt 5 Jahren oder so. 5 Jahre? Ja, und ich war, glaube ich, einer der ersten, ich nenne mich nicht Influencer oder so, aber ich glaube, ich war einer der ersten in Deutschland, die wirklich so einen krassen Bart hatten, sage ich mal. Und, aber bist du schon? Bist schon Influencer? Ich meine, du hast... Ja, das Wort Influencer mag ich jetzt nicht so sehr, aber wie gesagt, also ich habe auch Instagram viel zu verdanken. Ja. Durch den Bart habe ich auch viele Jobs gemacht auf Instagram, irgendwelche Kooperationen mit Bartfirmen und sonstiges. Und ja, jetzt ist der Bart zwar ein bisschen kürzer, nicht mehr so wie früher. Aber ja. Was war dein längstes? Also richtig Castaway-mäßig, so Tom Hanks, also war wirklich richtig heftig lang. Also ich sehe jetzt zurzeit, ich habe mir in letzter Zeit ein paar Bilder angeguckt und es ist schon echt krass heftig, wie lang er war. Und jetzt ist es ein bisschen kurz geraten letztens, ich war beim Friseur. Aber wie gesagt, bei mir wächst das Zeug wie Unkraut und deswegen mache ich mir da gar keine Sorgen. Ja, sei froh. Ich habe vor kurzem ein Video gemacht, wie man Bartwuchs beschleunigen kann. Und viele Leute draußen wollen natürlich auch wissen, wie machst du deinen Bart so geil? Ja, also schaut euch diesen Bart an. Komm mal her. Killerbart, oder? Guckt euch diesen Bart an. Glaub mir, da träumen Leute von, so einen Bart zu bekommen. Und jetzt natürlich die Frage, wie bekommst du so einen sexuellen, geilen Bart hin? So, da bin ich jetzt mal gespannt, weil ich meine, ich zum Beispiel, ja, ich mache echt wenig für meinen Bart. Ja, ich habe natürlich auch viele Bartöle mal getestet und so, aber ich habe auch nicht so einen langen Bart. Aber ganz ehrlich, ich finde, du hast wirklich, für einen hellen Typen hast du trotzdem einen ganz dichten Bart, also, findest du? Welcher ist dichter? Oha. Nein, aber dann ist wirklich dicht, also wirklich, muss ich sagen, weil mein Bruder zum Beispiel ist auch ein bisschen heller wie ich. Ja. Und der ist auch für einen helleren Typen wirklich so wie du einen dichten Bart. Also wenn er länger wird, dann wirkt es auch dichter. Aber hast du mal was gemacht, dass es eigentlich so dichter wird? Also, oder? Nee, ich glaube, das ist viele fragen mich auch immer, ob ich meinen Bart färbe. Er sieht auch so aus. Nein, ich färbe ihn nicht. Das Problem ist, meine Haare, das sieht man jetzt nicht, wenn ich sie aufmache, meine Haare sind viel heller wie mein Bart. Mhm. Und das ist das Problem. Also mein Bart ist nicht gefärbt. Aber? Deine Haare schon. Nee, die Haare auch nicht. Aber das haben wir vergessen, ne? Haare. Dieser Typ hat auch noch so geile Haare. Leute, das ist echt abnormal, ja? Der hat nicht nur einen geilen Bart, sondern auch noch einen richtig, also eine richtig geile Mähne auf dem Kopf, ja? Weil ich lasse ja meine Haare lang wachsen, ja, aber das ist ein anderes Thema. Lass nicht abschweifen, sondern kommen wir zu deinen Tipps. Wie pflegst du deinen Bart aktuell? Also ich sage auf jeden Fall immer, weniger ist mehr. Ja. Nicht nur beim Bart, auch im Gesicht. Also die Leute versuchen immer da übertrieben viel irgendwelche Produkte zu benutzen. Das ist Schwachsinn. Ich kann euch nur sagen, wenn ich duschen gehe, das Shampoo, was ich für meinen Kopf benutze, schmier ich mir auch in den Bart. Ja, kein Bartshampoo, sondern einfach das Haarshampoo? Es gibt auch sicher ganz gute Bartshampoos. Also ich habe von einigen Firmen auch die Bartshampoos schon ausprobiert. Aber ehrlich gesagt, ich bin dazu voll, irgendwie mit 5 verschiedenen Produkten in die Dusche zu gehen. Ja. Ja, ich mache kein Produkt schlecht, aber ich benutze ein ganz normales Haarshampoo auch für meinen Bart. Ja, ihr könnt auch die Spülung irgendwie, was ihr in die Haare schmiert, in den Bart tun, damit es schön weich ist, damit er auch immer schön sauber ist und gepflegt ist. Und als nächsten Schritt, wenn ich dann aus der Dusche komme, tue ich natürlich erstmal ein bisschen trocken föhnen. Okay. Aber das Problem ist, was ich euch auf jeden Fall mitgeben muss, ist, das habe ich auch oft falsch gemacht, wenn ihr mit einem nassen Bart, wenn ihr nicht richtig abtrocknet, rausgeht, kriegt ihr irgendwann mal so wunde Stellen unter dem Bart. Okay. An der Haut oder was? Unten an der Haut, ja. Und es wird dann so leicht schuppig. Okay. Das kommt, glaube ich, da. Also habe ich das Gefühl, wenn ihr den nicht richtig föhnt und abtrocknet. Okay. Weil die Haut kriegt keine Luft und dann bleibt es feucht drunter. Okay. Deswegen immer schön föhnen. Also wenn du den jetzt, du wäschst den mit Shampoo und danach trocken föhnen. Ganz normal kurz mit dem Föhnen drüber, dass er schön trocken ist. Weil da kommt keine Luft rein einfach unter die Haut. Ja? Und dann tue ich ihn ganz normal. Also es gibt auch viele Firmen, die so extra Bürsten haben, ja, sind sicherlich sehr gut, aber
Bei dem Thema bin ich auch faul. Ich nehme einfach eine ganz normale Haarbürste und kämme dann mein Bart durch, nachdem ich ihn geföhnt habe. Habt ihr das gehört? Habt ihr das gehört? Das Bartmodel Number One aus Deutschland nimmt keine Bartbürste und auch kein Bartshampoo, sondern er lässt einfach laufen. Einfach ich boykottiere lassen. Einfach alles. Also, mach ja, was noch? Schritt 3 ist einfach, es gibt ja, was gibt es alles? Bartöle, Skilla-Balm, genau. Aber hauptsächlich benutze ich wirklich nur dieses Öl. Das sind so kleine Fläschchen. 2-3 Tropfen, auch nicht zu viel, weil zu viel ist dann irgendwie, das glänzt dann zu übertrieben. Wirklich 2-3 Tropfen bisschen reinschmieren und gut ist. Und wenn ihr so einen dicken Schnauz habt wie ich, könnt ihr auch dieses Balm benutzen. Ja. Weil die stehen ja manchmal so ein bisschen so ab, wie so ein Igel. Dann ein bisschen einfach hier Balm rein und... Okay, also nochmal zusammengefasst. Du wäschst dein Bart mit ganz normalem Shampoo, mit dem Haarshampoo. Danach trocknest du den Bart mit dem Föhn, kämmst ihn mit einem ganz normalen Kamm, also überhaupt keine Bartprodukte. Und ganz zum Schluss machst du eigentlich nur ein Bartöl rein. Ja, ganz easy. That's it. Ganz easy. Also weniger ist mehr. Und nach dem Video werden wahrscheinlich ganz viele Bartfirmen mich hassen und boykottieren. Nein, Spaß beiseite. Also wirklich, für mich ist weniger mehr. Aber ihr müsst ihn auf jeden Fall trotzdem pflegen, weil ein gepflegter Bart sieht nur gut aus. Ich hol mal Danke, Mann, dass du mit am Start bist hier beim Video. Vielen, vielen Dank. Wenn ihr da draußen, ja, Kahn des Öfteren mal sehen wollt in meinen Videos, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare rein. Denn der Kahn ist wirklich ein gepflegter Mann hoch 10. Ja? Nicht nur was Bart angeht, sondern auch was Haare angeht. Also vielen, vielen Dank, dass du mit am Start warst. Auf jeden Fall Kahn sein Instagram-Account abchecken. Ja? We love Kani. So sieht's aus. Ja Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann macht gerne einen Daumen nach oben. Ich packe Kahn seinen Instagram-Account unten in die Infobox rein. Also Kahn auf Instagram abchecken. We love Kani. So sieht's aus. Peace.